Und jetzt Ivona Dadic. Dank des tollen Weitsprungs im dritten Versuch hat sie sich eine sehr gute Ausgangslage verschafft. Sie hätte sich einen 50er gewünscht im Speerwurf. Der erste ist es noch nicht. Das war so im Bereich 45 Meter. Drei Versuche hat sie. Ich würde mal sagen, dank des Weitsprungs sind 46, 47 Meter in der Gegend auch noch okay für das Limit. Natürlich wäre es besser, wenn es weiter ist. Dann kann sie sich bei 800 Metern mehr Zeit lassen. 45 Meter 78 im ersten Versuch. So, ganz kurz dazwischen Break. Mittlerweile wieder beim Stabhochspringen. Da ist schon wieder alles verpackt worden. Jetzt schüttet es wie in Kübeln. Das große Betreuerteam um Ivona Dadic ihr dabei bringen konnte im Weitsprung. Die Rückkehr zu Wolfgang Adler hat sich bezahlt gemacht. Auch wenn ihr Trainer da jetzt nicht dabei sein kann vor Ort, hat er das sicher bewundert. Die 6,18 Meter. Und Gregor Högler, der ist ja Speerwurfspezialist selbst gewesen. Also da muss doch noch mehr gehen und wird mehr gehen als die 45,78 Meter, die sie schon jetzt ganz sicher hat nach dem ersten Versuch. Ja, könnte schon ein bisschen mehr gewesen sein. Das ist der ganz große Durchbruch, war es noch nicht. Sehen wir auch bei Ivona Dadic. Etwas rechts abgegangen in der Richtung. Es sind 46,51 Meter. Es ist mehr. Das gibt wieder 14 Punkte dazu. Jetzt sind wir bei der Punktlandung. Jetzt sind wir bei 2,15. Da ist noch eine große Anstrengung über 800 Meter nötig. So, Ivona Dadic. Im Moment ist sie total auf Kurs. Der Wunsch war, ein 50er zu machen. Jetzt sind wir bei 46,51. Also es darf vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Alles, was besser ist, macht den 800er einfacher. Ah, wieder rechts abgebogen und sogar ins Out. Und den Helfer auch gleich verschreckt und hingeschmissen. Schade, der war ganz misslungen, Ivona Dadic. Mit dem Versuch, da noch das letzte herauszuholen. Schon der zweite Versuch war rechts hinausgegangen, aber Gott sei Dank nicht ganz ins Out. Damit bleibt es dabei, wird sie nicht ganz glücklich sein, schüttelt auch den Kopf. Die Chance bleibt am Leben auf das Olympia-Limit. Es werden harte zwei Runden für sie werden. Und es wird eine ganz knappe Geschichte, so viel kann man schon sagen. Das ist jetzt die Enttäuschung.